Servus Freunde, willkommen bei Fluchinger Gaming und willkommen zum Auftakt von Halo 2 Anniversary. Ich werde es hier wieder genauso handhaben, ich werde maximal 4 Videos aufnehmen, alle beginnend vom Kampagnenstart von Halo 2. Die Facecam werde ich wieder während dem Spiel, während den Videos ausblenden, also ich werde mich wieder nur zu Beginn zeigen und am Ende des Videos, weil ich da nicht genau weiß, ob es wieder Probleme gibt, ob die Facecam die Qualität dann so gut rüberkommt, wie ich das eigentlich mir vorstelle. Bei Halo 1 war es leider nicht der Fall, deswegen habe ich es da, wenn ihr es gesehen habt, während dem Gameplay weggelassen. Gut, worum geht's? Die Zerstörung Halos verlangsamte die Allianz, konnte sie aber nicht aufhalten. Getrieben von ihrem Glauben, von Zorn und Rachegelüsten haben sie alle unsere Verteidigungen ausradiert und konnten bis auf die Erde vordringen. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen von Spartan 117, dem Master Chief. Okay, wir wählen die Kampagne aus. Schauen mal kurz einen Blick auf die Missionen, welche man da so spielen darf. Der Ketzer, da geht's los. Dann das nächste, die Waffenkammer, Station Kairo, Außenbezirk. Insgesamt sind es 15 Missionen, die man da spielen kann. Entweder kann man sie einzeln auswählen, je nachdem, was man halt sehen möchte, oder eben von Anfang an. Ich gehe nochmal zurück. Schnellstart, neue Kampagne, Mission 1, der Ketzer. Starten Sie eine neue Kampagne in Halo 2 Anniversary mit den Standardeinstellungen. Ich wähle wieder den normalen Schwierigkeitsgrad und was steht bei der Missionsbeschreibung? Horden von Aliens mühen sich ab, sie zu vernichten, aber mit Nerven aus Stahl und einem schnellen Abzugsfinger haben sie eine gute Chance, die Oberhand zu gewinnen. Okay. Wir sehen uns dann wieder am Ende des Videos. Und es gibt schon den ersten Erfolg, wieder am Werk, dafür, dass ich Halo 2 gestartet habe. 5 Gamerscore, Dankeschön. Der Ketzer, für solch ein Versagen ist keine Bestrafung zu hart. Ich vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spartan. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Oh, Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Mann, wie das abgeht, Freunde! Der absolute Hammer! Sensationelle Action. Covenant, Holy City, High Charity, Ninth Age of Reclamation. Da kommt die Übersetzung, Heilige Stadt der Allianz, High Charity, 9. Zeitalter der Wiedergewinnung. Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Orton. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen, sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte...
Es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Earth Defense Plattform Kairo 10, 20, 25, 52. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Leute, das ist der absolute Hammer. Also dieses Spiel haben sie komplett überarbeitet. Man hat es ja gerade eben gesehen in dieser Zwischensequenz, wie fantastisch das aussieht. Wie geil die das gemacht haben. Echt, ich bin absolut begeistert. Ich liebe dieses Spiel. Die Waffenkammer. Rüsten Sie sich aus und machen Sie sich kampfbereit. Gut. Will ich, wenn mich der Ladebildschirm lässt. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Die Erfassung war nicht ganz eindeutig. Ich lasse Sie mal eine volle Diagnose durchlaufen. Die Diagnose-Software setzt Ihre Zielvorrichtung auf normal. Erfassen Sie als nächstes alle vier Lichter, Chief. Okay, machen wir das mal. Soll ich das so lassen oder wieder umkehren? Nein, du lässt das so. A drücken, um normales Zielen anzunehmen. B drücken, um umgekehrtes Zielen auszuprobieren. Nein, ich werde mich gleich für dieses Zielen entscheiden. Zielvorrichtung auf normal. Sie können die Einstellung jederzeit ändern. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu... Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Okay, wir bewegen uns. Also steuerungstechnisch ist das genau dasselbe wie bei Halo 1. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Immer hinein, ich zeig's Ihnen. Okay, dann stellen wir uns mal auf diese Plattform. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. So, damit hätten wir den Kontrollpunkt erledigt. Die Aufgaben hier zur Einstellung der Steuerung sind durch. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Okay Leute, man sieht links unten wieder die Minimap, wie aus Halo 1 bekannt, und da drüber wird jetzt die Schildanzeige angezeigt. Die Erde. Anders noch seit Jahren nicht gesehen. Wie beim ersten Teil. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen.
Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Okay. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Davon kann man ausgehen. Die applaudieren uns. Wer das Ende von Halo 1 kennt, weiß wahrscheinlich warum. Weiß höchstwahrscheinlich warum. Station Kairo. Verteidigen Sie das MAB-Geschütz der Station gegen Allianz Eindringlinge. Levelzeit 15 Minuten, Punktzahl 25.000. Okay, es darf losgehen. Let's get the action started. Juhu, ich freue mich drauf. Okay. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Es darf losgehen, Mann. Wir haben doch keine Zeit. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschutz. Hat doch was Nettes an. Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. So wird ein Held gefeiert, der heimkehrt. Und die haben nichts Gutes vor. Mein Gott, diese Zwischensequenzen sind so fantastisch. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Cortana sieht auch gut aus. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. UNSC. Nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Wow. Der eine wird gefeiert, der andere als Ketzer vernichtet. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Das sieht schmerzhaft aus. Oh, oh, oh. Ah, der wird gebrandmarkt, okay. Direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, an die Arbeit. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich so sieht's aus, mein Freund. Also, da hätte man auch super einen Film draus drehen können oder halt draus machen können. Das ist ja echt mal der Hammer, wie das abgeht. Okay, Freunde, wir suchen uns eine Waffe. Wo bekomme ich die?
Hier irgendwo vielleicht. Wird mir das angezeigt? Nee. Hier nicht. Vielleicht muss ich hier noch... was mache ich? Alle, besetzt die Kampfstationen. Besetzt die Kampfstationen? Die sind wo? Das hier? Nee, kann nicht sein. Wo geht's denn hier jetzt raus? Tja, das ist schon wieder eine ganze Zeit lang her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, dieses Spiel hat jetzt auch schon 10 Jahre auf dem Buckel. Und ist das einzige aus der Collection, das 343 Industries komplett überarbeitet hat. Ja, was mache ich denn jetzt hier, Mensch? Habe ich jetzt die Abfahrt verpasst oder was? Oder holt mich hier noch einer? Hallo? Habt ihr mich vergessen oder was geht ab, Freunde? Ach so, Waffenschränke öffnen. Ach, ich muss hier die Treppen runter. Alles klar, Mann. Kampfgewehr aufgenommen. Okay, perfekt. Diesmal sogar mit Zielfernrohr. Das war ja in Teil 1 nicht der Fall. Da gab es dieses Gewehr. Na, da war es dieses Gewehr. Dieses MG, das man am Anfang hatte. Das wird wohl das Upgrade dazu sein. Okay, ich will jetzt gar nicht so lange hier rum. Oh, der hat mal eine Riesenwumme. Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Kairo. Alles klar, Mann. Los geht die Action. Sugarwater. Wenn jemand Zuckerwasser braucht, da gibt's einen Automat. Okay, kommen die hier durch die Tür, oder? Ich habe noch gar keine Granaten am Start. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie ihnen. Yeah, Mann. Das werden wir. Zweimal kann ich zoomen mit der Waffe, alles klar. Gut, die ersten hätten wir abgewehrt. Weiter geht's. Ich muss nachladen. Erledigt. Oh, da sind auch welche. Nachladen. Also, die Funktionstasten oder die Aktionstasten sind dieselben. Wie bei Halo 1. Uah. Gut. Gedrückt halten, um die Waffe auszutauschen. Kann ich die mitnehmen? Ah, ich habe eine Shotgun auch am Start. Okay, wusste ich gar nicht. Alles klar, Mann. Alles mal wegballern hier. Nachladen. Mann, wie geil das abgeht, hey. Ich liebe es. Boom, boom, boom. Oh, ich muss auf die Zeit aufpassen. Nicht, dass ich hier wieder zocke, zocke, zocke und dabei vergesse, auf die Zeit zu achten. Jetzt nehmen wir mal hier so eine Waffe mit. Wo war denn die hier? Möchte ich mal ausprobieren. Plasmagewehr, yeah, Mann. Gut. Ein Spartan, gute Show, ja. Die beste Show, die du jemals sehen wirst, mein Freund. Okay, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen durch die Gänge. Und dann werde ich wohl zum Ende kommen von Teil 1. Oder von Video Nummer 1 zu Halo 2. Oh Mann, wie geil das abgeht, Freunde. Und wie gut das aussieht, ey. Sensationell, echt. Richtig geil, Mann. Diese Alien-Waffen fand ich immer cool. In jedem Halo-Teil. Weil die auch extrem effektiv sind gegen die Allianz. Gut, ich glaube, hier geht's weiter. Erledigt. Nachladen kann ich sie nicht. Man kann halt nur Munition aufsammeln. Meine Energieschilde sind inaktiv. Deckung nehmen. Okay, dann gehen wir mal besser hier in Deckung. Mal nachladen. Noch ein Feind. Gut, Freunde. Ich denke, das hier ist jetzt die perfekte Stelle. Und um zum Ende zu kommen von dem Auftaktvideo, ich finde es schon wieder richtig gut und sieht auch echt verdammt gut aus. Ich kann mich da echt jedes Mal nur wiederholen. Da haben die wirklich ganze Arbeit geleistet. Spielspaß war sowieso immer schon sehr hoch bei Halo. Und das sieht jetzt echt verdammt gut aus. Okay, Freunde.
Wir sehen uns in Folge 2 zu Halo 2 Anniversary. Macht's gut, ich freue mich drauf. Bis dann, ciao.